Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Und die Zuschauerfrage heißt: Filtermatten befestigen. Hallo Herr Kammerer, ich bin gerade dabei, meinen Filter zu planen. Bürsten, Japanmatten, Filtermatten belüftet als Biofilter. In einem vergangenen Blog haben Sie gesagt, dass einige die Matten mit der Heißklebepistole zusammenkleben. Ist das für die Fische unbedenklich oder wie würden Sie das Problem lösen? Ich möchte die Matten auf Abstand setzen und zur besseren Reinigung zum Block verbinden. Gruß und weiter, so Sascha. Ja, was Sascha meint, die ganz normalen blauen oder grünen Japan-Matten, die es da gibt, die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch noch in anderen Farben. Ich habe sie schon mal in Rot gesehen. Wenn man die auf Abstand schneidet, dass man also immer eine Matte hat und dann Abstandshalter, dann wieder eine ganze Matte, wieder Abstandshalter. Wenn man das so einmal in den Filter, also in den Filterbehälter eingibt, dann funktioniert das natürlich. Wenn ich sie aber zum Reinigen irgendwann mal rausholen möchte, ist das ein Scheiß, weil dann habe ich die ganzen Abstandshalter, die ganzen Matten und muss es nachher wieder kompliziert zusammensetzen. Und so sind in der Vergangenheit Kunden von mir hergegangen und haben einfach diese, also den Block außerhalb des Filterbehälters einmal verbunden. Das haben sie dann mit einer Heißklebepistole gemacht. Erst die Matte auf den Boden gelegt, dann haben sie die Abstandshalter draufgeklebt, dann wieder eine Matte, Abstandshalter, bis der Block fertig war. Oder sie haben zwei Blocks gemacht und haben die dann in den Filterbehälter eingesetzt. Muss man die Matte dann später mal rausholen, kann man den ein oder zwei Blocks wieder einfach entfernen. Und die Frage ist jetzt natürlich, was geht von dem Kleber der Heißklebepistole ins Wasser? Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass wir natürlich, wenn ein Teich neu gebaut wird, muss man sich überlegen, da sind viele Kleberreste drin. Wer PVC-Folie hat, in der PVC-Folie ist Weichmacher drin. Weichmacher wissen wir schon lange bei Menschen, dass das ins Blut gehen kann, dass das alles andere als gesund ist. Und so ist auch mein Tipp, wobei das natürlich beim Weichmacher nichts hilft, weil der über Jahre abgegeben wird. So ist da immer mein Tipp, wenn man den Teich einmal gebaut hat, dann einmal mit Wasser füllen, den Filter einschalten, mal zwei, drei Tage laufen lassen, dann dieses ganze Wasser einmal rauspumpen und neues Wasser reinmachen. Weil man weiß, bei vielen Stoffen ist gerade am Anfang ist die Rücklösung am höchsten. Ja? Und das lässt dann exponentiell nach und irgendwann ist es wirklich vernachlässigbar. Ich kenne das zum Beispiel auch, wenn ich hier in den Filterturm neues Helix-Filtermaterial reinmache, da müssen Sie mal reinriechen, wie chemisch, wie künstlich das stinkt. Das kann sogar sein, dass wenn ich hier vorne so ein Becken aufmache, dass es da noch danach riecht. Also ob das jetzt für die Fische schädlich ist oder nicht, das kann ich wahrlich nicht sagen. Auch hier weiß ich nicht, ob das wissenschaftlich mal untersucht wurde. Aber wahrscheinlich, wenn man ausreichend Wasserwechsel macht, und das ist immer wieder das Thema, dann verdünnt man natürlich auch solche Stoffe in ihrer Konzentration, was dann eine mögliche Gefährdung der Fische auch wieder relativiert und natürlich auch senkt. Was du in deinem speziellen Fall machen könntest, wenn du da jetzt Angst hast, wenn du die Befürchtung hast, dann nimm doch den Block einfach, mach ihn jetzt fertig, hol dir im Baumarkt irgendeine billige Regentonne und häng ihn da einfach mal für zwei, drei Wochen rein. Das ist eben das, was ich gerade beschrieben habe, dass die anfängliche Rücklösung bestimmter Stoffe dann stattfindet und nicht später im Teich. Oder wenn du es nicht mit Heißkleber machen willst, was ich auch schon gesehen habe, was genauso gut funktioniert, da sind Leute hergegangen und haben nicht mit dem Heißkleber die Matten verbunden, sondern die haben Edelstahldrähte genommen, die kann man da schön durch, kann sie so verzwirbeln, tut exakt den gleichen, erfüllt den gleichen Zweck, ist ein bisschen aufwendiger, weil mit der Heißklebepistole ist es natürlich sehr einfach, Schmutz, 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 draufkleben, fertig, abtrocknen lassen. Also, ich denke, es ist unbedenklich, insbesondere dann, wenn man es vorher vielleicht etwas vorbehandelt, wenn man es schon mal ins Wasser gibt und wenn man vor allem nachher im Betrieb des Teiches ausreichend Wasserwechsel macht. Und die sind ohnehin notwendig. Also, trotzdem, gute Frage. Sascha, wenn du Fragen hast, wenn Sie Fragen haben, melden, schreiben und ich werde dann gegebenenfalls darauf eingehen. Machen Sie es gut. Ciao.